Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Der Bitcoin befindet sich immer noch in der Konsolidierungszone zwischen 58.000 und 60.000 US-Dollar. Was ist da los? Wann gibt es wieder größere Kursbewegungen? Außerdem, was ist mit den ETFs los? Mit dem Bitcoin-ETF und dem Ethereum-ETF? Das alles werden wir uns in diesem Video wieder anschauen. Zunächst erstmal zur Makrolage. Da kamen neue Daten aus China und dem Rest der Welt raus. Die schauen wir uns zuerst an. Lasst uns Butter bei die Fische machen. Gehen wir rein. Und zwar sind heute Morgen die Daten zur Geldmenge M2 aus China rausgekommen. Und wir sehen hier ein erfreuliches Bild. Die Geldmenge M2 steigt weiter an, ist deutlich über den Erwartungen und gegenüber dem Vormonat weiter angestiegen. Ja. Generell kann man sagen, hier sieht man auch der Anstieg um 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Ist schon ein ordentlicher Anstieg. Ja. Trotzdem, so ist meine Einschätzung, wird der Großteil der Ausweitung der Geldmenge von der chinesischen Notenbank People's Bank of China in den nächsten 12 Monaten noch kommen. Die chinesische Notenbank hat sich versucht, in den letzten 12 Monaten, soweit es geht, zurückzuhalten, wohl wissend der ganzen Turbulenzen rund um Evergrande, Country Garden und so weiter und so fort, kann sie sich da natürlich nur in begrenztem Maße zurückhalten. Ja? Unterm Strich kann man sagen, ein gutes Bild, die Geldmenge M2 steigt in China weiter an. Ja? Schauen wir hier auf die globale Liquidität und auch die globale Liquidität hier nimmt weiter zu, ist inzwischen bei 4,3% Wachstum im Vergleich zum Vormonat und ist hier stärker angestiegen in den letzten Tagen. Ja. Und zwar liegt es natürlich nicht nur an China, sondern vor allem auch an der US-Notenbank Fed. Wir haben ja letzte Woche auch schon gesehen, dass sich die Netto-Liquidität deutlich erhöht hat. Zurückzuführen ist das Ganze auf den Treasury General Account von der Janet Yellen und die Reverse Repo Programme der Banken. Also Liquidität, die hier in die Wirtschaft und die Märkte gegeben wird, und das hilft eben der globalen Liquidität hier weiter anzusteigen und hat hier inzwischen die Fun Zone erreicht. Also dann, wann die Märkte so langsam anfangen, in interessantes Fahrwasser zu gehen, ja, und das sehen wir auch immer wieder beim Bitcoin, ja, der hier im Prinzip diesen Zyklen ja folgt, ja, und das schon seit 15 Jahren, wenn man so will. Und das heißt, aus meiner Sicht sieht es so aus, dass wir in den nächsten 12 Monaten hier von einem weiteren Anstieg der globalen Liquidität stehen. Ja, warum? Weil die Notenbanken natürlich zum einen die Wirtschaft stimulieren müssen, zum anderen alte Schulden durch neue Schulden ersetzt werden müssen, und sie können demzufolge nicht anders. Und dazu kommen noch Turbulenzen wie beispielsweise von der japanischen Notenbank, was wir letzte Woche gesehen haben, was auch hilft, die Financial Conditions zu lockern und was letztendlich unterm Strich nach der Abebbung dieser Turbulenzen stimulierend für die globale Liquidität ist. Von daher bin ich hier positiv gestimmt, und deswegen sage ich auch beim Bitcoin entsprechend geduldig bleiben. Ja, es sind hier aus meiner Sicht wahrscheinlich nochmal, ja, ich würde mal sagen, 8 bis 12 Monate an Aufwärtszyklus, die wir hier noch vor uns haben. Ja? Gehen wir weiter, und gestern war ja das Interview von Donald Trump und Elon Musk auf X. Ja? Und ich empfehle jedem, sich das mal anzuhören. Es ist jetzt nicht ein besonders interessantes Interview, aber auch kein besonders schlechtes. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, das Ganze anzuhören. Ja, interessant ist hier auch, dass Elon Musk gesagt hat, und zwar,
dass er das unterstützt, dass die Ölförderung und die Gasförderung auch durch Fracking-Gas weiter ausgebaut wird in den USA, wohl wissend, dass die USA da schon auf Nummer 1 in der Welt stehen. Und Elon Musk hat hier gesagt, ohne Öl und Gas würden wir komplett ins Bodenlose fallen. Ja? Und das sagt Elon Musk, der im Prinzip hier keinen Anreiz hat, Werbung für Öl und Gas zu machen, denn er hat ja mit Tesla letztendlich ja die Vorreiterrolle für Elektroautos eingenommen, ja, und grundsätzlich sollte er ja eher erneuerbare Energien pushen, was er ja auch macht. Aber selbst Elon Musk gibt hier in dem Interview zu, wenn wir Öl und Gas abdrehen würden, würde hier alles einbrechen. Ja, also so viel dazu, auch von jemandem, von Elon Musk, mal so eine Einschätzung zu bekommen und eben sich darüber im Klaren zu werden, was in Deutschland gerade für eine verrückte Politik gefahren wird. Generell, wenn wir uns das Interview anhören, ja, und einfach mal in die Medienlandschaft in Deutschland schauen, ja, dann ist schon sehr interessant, wie die Medien hier versuchen, das Ganze eben kaputt zu reden. Ja. Und meine Frage an dich ist, wieso machen die Medien das eigentlich? Ja? Und wer kontrolliert, wer steuert übrigens die ganzen Mainstream-Medien in Deutschland? Das würde mich mal interessieren. Gehen wir weiter zur Mafia. Sorry, ich meinte natürlich zur Europäischen Union, zur EU. Ich weiß auch nicht, warum ich immer bei der EU an die Mafia denken muss. Ich habe keine Ahnung, warum. Hast du vielleicht eine Idee, warum ich bei der EU irgendwie immer an die Mafia denken muss? Weil ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ist ganz interessant. Und zwar, die EU hat hier versucht, und zwar hat sie hier einen offiziellen Brief an Elon Musk geschrieben, und zwar dieses Interview entsprechend zu verhindern mit Donald Trump. Ja? Also die EU kümmert sich darum, welche Informationen du bekommen sollst. Ne? Du sollst hier nicht selber wählen können, dass du dir möglicherweise das Interview anhörst, sondern die EU weiß das besser für dich, welche Information gut für dich ist und welche nicht so gut ist. Und hier ist die EU wohl der Meinung, dass dieses Interview nicht gut für dich ist. Und hier steht auch, die EU has threatened Musk with legal consequences if he does not prevent the spread of what they label disinformation. Ja, also Fehlinformation wird hier verteilt durch X. Ne? Ist ja ganz logisch. Also meine Empfehlung hier an der Stelle geht raus für jeden, der sich in Europa befindet, einen Account bei X zu machen und sich doch selber einen Eindruck zu verschaffen. Aus meiner Sicht ist X die beste Social-Media-Plattform der Welt. Warum? Weil du hier Informationen bekommst, so schnell und so gute Informationen wie nirgendwo anders. Ja? Und Informationen, die du möglicherweise nicht so in den Mainstream-Medien bekommst. Ja? Also dementsprechend empfehle ich hier jedem, der das noch nicht getan hat, sich einen Account bei X zu machen. Ja, ich kann das nicht oft genug sagen, ja, weil sonst ist es ungefähr so, wie wenn du in der Sowjetunion lebst, wenn du nicht, also in der früheren Sowjetunion gelebt hast, ja, und hier entsprechend nicht freie Informationsflüsse hattest. Ja, so ist das aus meiner Sicht zumindest vergleichbar, wenn du keinen Account auf X hast, ja. Man kann es natürlich auch mit der DDR vergleichen, wie auch immer, sei mal dahingestellt. Gehen wir weiter zum Bitcoin Spot ETF und wir sehen Zuflüsse gestern von 27 Millionen, nicht sonderlich hoch, ziemlich schwach. Ja? Was wir allerdings auch sehen, die Abverkäufe von Grayscale waren schwach. Hier der Mini-ETF von Grayscale wurde etwas genutzt,
Und Daddy BlackRock hat nur ein bisschen Hunger gehabt, nicht so viel. Natürlich auch hier wieder die Kunden von BlackRock. Fidelity hat nicht gehandelt. Bitwise hatte Abverkäufe. ARK Invest hatte mehr Hunger als Daddy BlackRock. Was ist denn da los? Ja? Insgesamt kann man sagen, beim Bitcoin ETF hält man sich aktuell etwas zurück. Ja? Gehen wir zum Ethereum ETF und wir sehen hier das gleiche Bild. Die Nettozuflüsse waren nur knapp 5 Millionen, aber hier gibt es ein positives Ergebnis, wenn man so will. Und zwar zum ersten Mal gab es keine Abflüsse von Grayscale. Und das ist doch der Wahnsinn. Am 13. Handelstag vom Ethereum ETF bereits Abflüsse von 0 bei Grayscale. Und das ist schon spannend. Insgesamt kann man schon sagen, dass bei Grayscale die Bestände von Ethereum um 27% geschrumpft sind. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie weiter schrumpfen Richtung 50%, allerdings mit einem langsameren Tempo, ähnlich wie beim Bitcoin ETF. Das ist auf jeden Fall hier aus meiner Sicht eine sehr positive Nachricht. Ethereum hat auch in den letzten 24 Stunden sich hier positiv entwickelt. Ansonsten gab es nicht viele Umsätze, sind wir ehrlich hier, gehen wir weiter. Okay. Schauen wir hier mal auf die Wale, was die machen, und wir sehen hier in Blau die großen Wale. Wir sehen es hier, diejenigen, die über 10.000 Bitcoin halten oder zwischen 1.000 und 10.000 und 100 bis 1.000 Bitcoin, also die großen vor allem, die haben hier in den letzten, ich will mal so sagen, 14 Tagen ordentlich akkumuliert. Und wir sehen, die haben sich die Monate davor entsprechend zurückgehalten. Und wenn wir mal schauen, was passiert ist beim letzten Mal, als die ordentlich akkumuliert haben, dann sehen wir, dass es hier diese Rallye in den März rein gab. Ja? Und die Frage ist jetzt, kommt möglicherweise wieder so eine Rallye? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die Wale akkumulieren hier. Gehen wir weiter und wir schauen mal auf die Heatmap. Und wir sehen hier, oben drüber, unten drunter, in unmittelbarer Nähe ist nicht viel Liquidität. Der Bitcoin müsste hier auf unter 58.000, also ungefähr 57.000 US-Dollar fallen, um hier noch Liquidität abzufischen. Und ansonsten ist hier wieder mehr Liquidität bei 61.000 US-Dollar bis 62.000 US-Dollar. Also rein von der Liquidität her gesehen, sind die Anreize nach oben zu laufen etwas größer. Aber wir müssen das Ganze abwarten, was für Präferenzen hier die Trader bzw. die Wale haben. Ja? Insgesamt lohnt es sich, rauszuzoomen beim Bitcoin und übrigens auch bei den Altcoins. Ich komme gleich zu, warum. Ja? Weil, wenn wir das Halving uns anschauen, dann sind wir aktuell hier. Und wenn wir das vergleichen mit vorigen Zyklen, hier beispielsweise 2013, dann hier, genau, das war eben entsprechend anschließend der Zyklus, dann sehen wir hier den 2017er Zyklus und hier den 2021er Zyklus. Kommt schon ganz durcheinander hier. Dann sehen wir, wo wir aktuell stehen, ja, im Vergleich zu den vorigen Zyklen, dass die heiße Phase jetzt erst kommt in den nächsten Monaten. Also von daher immer schön locker durch die Hose atmen, rauszoomen, entspannt bleiben. Und wenn der Bitcoin nach oben schießt, was machen dann wohl die Altcoins? Das ist der springende Punkt und dementsprechend geduldig bleiben an der Stelle. Ja? Das war's von meiner Seite aus. In Summe sieht's also nach wie vor gut aus. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen dieses Video sehen. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.